Ja, moin, hallo liebe Teens, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns mit Markus Kapitel 4 beschäftigen. Und das ist, wie ich schon angekündigt habe, eins meiner Lieblingskapitel. Und wenn wir uns das Markus Kapitel 4 anschauen, dann sehen wir, dass Jesus dort mehrere Gleichnisse erzählt. Was sind eigentlich Gleichnisse? Gleichnisse sind Kurzgeschichten, in denen Jesus sich der Bildsprache bemächtigt, um geistliche Wahrheiten dir zu erklären. Und in Markus Kapitel 4 lesen wir ganz viele Gleichnisse, die dir helfen sollen zu verstehen, wie inneres Wachstum passiert. Und während in Markus Kapitel 3 Jesus Menschen an seine Seite rief, weil er wusste, Gemeinschaft mit mir, die Nähe mit mir wird sie prägen, weil ich definierende Momente schaffen werde, versteht er, dass darüber hinaus die Wahrheiten, die du in deinem Herzen verankerst, die Glaubenssätze, sehr entscheidend für dein Leben sind. Und deswegen erklärt er uns in Markus Kapitel 4 die Macht der Worte. Und das ist auch, worum es heute geht. Worte sind die mächtigste Waffe hier auf Erden. Gott schuf diese Erde mit Worten. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben liegt in der Macht deiner Zunge. Ja? Also das heißt, ob etwas gedeihen wird, blühen wird oder ob etwas kaputt gehen wird, zerstört wird, liegt in der Macht deiner Worte. Dazu später mehr. Wenn wir uns das Markus Kapitel 4 anschauen, dann beginnt es gleich mit einem der bekanntesten Gleichnisse, die man so kennt. Und zwar geht es um dieses Gleichnis, wo vier unterschiedliche Böden, Untergründe beschrieben werden, worauf der Same fallen kann. Ja, dazu gehört einmal der Weg, dann das Gestrüpp, also die Dornen, dann haben wir den felsigen Boden und schlussendlich die gute Erde. Und Jesus nutzt diese vier Metapher, um dir und mir zu zeigen, dass es eine Person gibt, die verantwortlich dafür ist, wie die Beschaffenheit unseres Herzens aussieht. Und jetzt darfst du mal in den Spiegel schauen, und das bist nämlich du. Du selbst bist für die Beschaffenheit deines Herzens verantwortlich. Und der Same, der steht für die Worte, die wir hören. Und deshalb fährt Jesus dann auch in Markus Kapitel 4 ab Vers 23 fort. Da sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, Achtung, 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 achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Warum sollen wir auf das achten, was wir hören? Weil die Worte, die wir hören, unsere Schlussfolgerung beeinflussen, unser Maß, womit wir messen. Und dafür habe ich eine richtig gute Anschauung. Wir alle kennen ein Maß. Ein Maß ist eine Messeinheit, wo wir messen können, wie viel Flüssigkeit befindet sich in einem Gefäß. Jesus sagt, seht zu, wie ihr hört und was ihr hört, denn mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Ja, worin kannst du denn dein Hören investieren? Ich spreche immer gern davon, dein Glauben. Denn die Bibel spricht davon in Römer 10, dass die Worte, die wir hören, unseren Glauben prägen. Ja, das heißt, was wir ganz automatisch machen, ist, während wir Worte hören, dass wir entscheiden, was wir schlussfolgern, also wie wir messen. Ich habe hier drei unterschiedliche farbige Tassen gewählt, die für drei unterschiedliche Meinungen stehen sollen. Ja, vielleicht steht diese blaue Tasse für, ich bin total abgelehnt. Keiner liebt mich. Keiner mag ich. Grün, vielleicht eher so für das Neutrale. Ja, ich weiß nicht, ob mich jemand liebt oder mag. Naja, interessiert mich nicht so.
und das Weiße, oh, ich bin so sehr geliebt, ich bin so sehr gewollt. Nun hörst du im Alltag, auch durch Situationen, hörst du einfach Worte, die Menschen über dich aussprechen. Aber du entscheidest, worin du deinen Glauben investierst. Ob du ihn in die Lüge investierst oder aber neutral oder was viel besser ist, natürlich in die Wahrheiten Gottes. Wie Gott dich sieht. Ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt. Ja, so. Und jetzt kommt diese Wahrheit, die wir in Markus 4 lesen. Jesus sagt, denn mit welchem Maß du misst, wird dir zugemessen werden. Das heißt, deine persönlichen Schlussfolgerungen führen dazu, wie Menschen dir begegnen, wie Gott dir begegnet, wie du das Leben erlebst. Ja? Also deine Sichtweise bestimmt deine Lebensrealität. Und das ist, was Jesus in Markus Kapitel 4 seinen Jüngern erklärt. Also, wie willst du schlussfolgern, dass Gott dich liebt, wenn du noch nie von seiner Liebe gehört hast? Ja, das ist nochmal so ein Gedanke zu den letzten Einheiten, wo wir darüber gesprochen haben, dass Freunde, die noch nie von Jesus gehört haben, ja gar nicht glauben können, dass Jesus sie liebt. Ja? Okay, Sprüche 4, Vers 23 ist ein ganz wichtiger Schlüsselvers. Da heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achtung, Achtung, Achtung. Ja? Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also dein Input entscheidet über dein Output. Ja? Was kommt hinein? Das beeinflusst, was aus deinem Leben herausfließt. Was denke ich eigentlich über mich? Was denke ich über Gott? Was denke ich über das Leben im Allgemeinen? Und was denke ich über jeden einzelnen Lebensbereich? Deine Schlussfolgerungen und Antworten auf diese Fragen werden dein Leben bestimmen. Und deswegen mag ich diesen nächsten Vers, Sprüche 4, Vers 24. Da heißt es nämlich, verbreite keine Lügen und vermeide jede Art von falschem Gerede. Lügen und falsches Gerede, das führt mich ganz automatisch zu dem Gedanken des Bad Self-Talks. Wer von uns kennt das nicht? Wir reden schlecht über uns, fangen an, über uns rumzunörgeln. Das kann ich sowieso nicht, das schaffe ich nicht. Ich bin so hässlich, alle lehnen mich ab. Halt! Ja, das ist, was hier dieser Vers sagen würde. Verbreite nicht solche Lügen. Ja, dieses falsche Gerede. Hör damit auf. Ja, stattdessen sprich gute Dinge dir zu. Denn die Worte, die du hörst, die werden in deinem Leben wachsen. Und das erklärt uns dann auch das nächste Gleichnis im Markus-Evangelium Kapitel 4. Da heißt es nämlich, dass der Sämann das Wort sät. Und danach legt er sich schlafen und steht wieder auf. Er legt sich wieder schlafen und er steht wieder auf. Tag für Tag. Tag für Tag. Aber zuvor hat er angesät. Ja, er hat Worte in seinem Herzen angepflanzt. Und diese Worte werden wachsen. Diese Worte werden Frucht bringen. Und das heißt, der Bauer weiß nicht, wie das Wachstum geschieht, aber er weiß, irgendwann wird die Ernte da sein. Und das ist dieses Gleichnis, das Jesus benutzt, um dir zu erklären, dass du nicht leichtfertig mit den Worten umgehen solltest und mit den Glaubenssätzen, die du in deinem Herzen verankerst, denn sie werden wachsen und Frucht bringen. Also, welche Worte sähst du in dein Leben? Welche Worte verankerst du in deinem Herzen? Psalm 1 gibt uns da einen richtig guten Tipp. Da heißt es nämlich, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz, könnte auch sagen, nach den Worten des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ja, wie viele Worte kennen wir, worüber wir Tag und Nacht meditieren? Also so ein Glaubenssatz, der in deinem Herzen verankert ist
und worüber du jeden Tag immer wieder sprichst und drüber nachdenkst, der verankert sich in deinem Herzen. Stattdessen sollst du Gottes Sichtweise über dein Leben nehmen und darüber Tag und Nacht nachdenken. Denn was wird passieren? Es heißt, derjenige, der das tut, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ja? Gott hat dir nicht die Seele eines Sklaven gegeben, sondern eines freien Mannes, einer freien Frau. Und weil Gott dir die Seele eines freien Mannes, einer freien Frau gegeben hat, solltest du genauso handeln. Lukas Kapitel 6 ergänzt das nochmal richtig gut. Das schauen wir uns noch zum Abschluss an. Lukas 6, Vers 47 bis 48. Da heißt es, wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt. Also hier geht es nicht nur darum, dass du gute Worte hörst, sondern dass du dich entscheidest, nach diesen Worten auch zu handeln. Er sagt, ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Ja? Egal welche Wellen dann nämlich kommen, welche Stürme, wo Menschen sich über dich entrüsten und dir auch vielleicht Lügen an den Kopf werfen. Du hast ein gutes Fundament gegraben und da steht dein Lebenshaus richtig sicher, wenn du denn Gottes Sichtweise gehört und in deinem Leben verankert hast und dich entschieden hast, dein Leben danach auszurichten. Ja? Und am Ende des vierten Kapitels, das passt so gut, ich liebe meinen Jesus, denn er demonstriert die Kraft seiner Schlussfolgerung, seiner Glaubenssätze, die er in seinem Herzen verankert hatte. Ja, die Jünger finden sich nämlich in einem heftigen Sturm wieder, richtig passend zu Lukas Kapitel 6, was wir gerade gelesen haben. Und was? Sie wecken Jesus und was tut Jesus? Jesus spricht zu dem Sturm. Er spricht diesen tobenden Wellen entgegen und sie glätten sich. Jesus demonstrierte die Macht der Worte, die er in seinem Herzen verinnerlicht hatte. Und dazu möchte ich dich total ermutigen, dass du die Worte Gottes in deinem Herzen verankerst, dass es richtig feste Glaubenssätze werden und das Fundament in deinem Leben ausmacht. Und zum Schluss erwartet dich auch dieses Mal eine unglaubliche Challenge. Und die Challenge von heute, da geht es natürlich um die Macht der Worte. Und zwar möchte ich dich herausfordern, dass du den Mut hast, einmal dich zu beobachten in deinem Alltag. Was glaube ich eigentlich über mich? Und am besten findest du das heraus, indem du eine Woche lang mal schaust, was denke ich eigentlich immer über mich? Was für Selbstgespräche führe ich? Was für Gedanken schießen mir durch den Kopf? Ja? Und dann machst du was ganz Praktisches. Sollte zum Beispiel so ein Gedanke hochpoppen wie, oh, keiner liebt mich, dann hab mal den Mut darüber, richtig herzhaft zu lachen. Denn das ist eine Lüge. Ja? Und mit Lachen kannst du sie entkräften. Und dann möchte ich dich total ermutigen, die Wahrheit Gottes dann zu sprechen. Ja, keiner liebt mich, doch Gott liebt mich. Ja, ich bin total liebenswert. Ja, vielleicht poppt aber auch noch eine andere Lüge in dir hoch. Beobachte das, lache herzhaft darüber und sprich die Wahrheit Gottes aus. Für nächste Woche lesen wir Markus Kapitel 5.